Ting, Tang. Oder Bing, Bing. So, wo ist die Kopfkamera? Hier sind die. Da kannst du eine mit E aufnehmen. Und dann hast du die angelegt. Dann nehme ich diesmal Gefrier und EMF mit und eine Taschenlampe. Ich habe das gerade festgestellt, du kannst einfach jetzt hier schon draufpacken. Ja, kannst du auch da schon draufpacken und mitnehmen. Dann noch ein Fotoapparat für Knochen und das andere Ding. Und hier auf der Kamera, guck mal, das bin ich. Das ist meine Kamera. Unendlicher Loop da drin. Ja, lustig. Das ist deine Kamera. So. Nehmen wir das mal Just for Fun mit. Wir haben Jan Kraft. Das ist ein deutscher Name, würde ich sagen. Ja, Zoll Event, Salz und Kerze. Das heißt, ich nehme Just for Fun, glaube ich, jetzt am Anfang einfach eine Kerze mit, oder? Nein, lieber doch nicht. Weil ich kein Foto und Dings, ich habe EMF und Gefrier, das heißt, ich muss schon mehr aktiver spielen als bei dem anderen. Aber zuerst muss ich sowieso die Sicherung finden und jetzt muss ich jetzt mal rausfinden, welches Haus ist denn das? Das ist das, das heißt, wir haben hier die Küche und dann könnte da hinten Strom in dem Hitzeraum sein, wo wir das letzte Mal den Struggle hier unseres Lebens hatten. Hier kann man sich, glaube ich, selbst verstecken, in dem Haupteingang links. Hier oder? Hinten ist Strom drin, ja. Hier, die Spindel sind auch frei im hintersten Dingsraum. Ob es 100% nicht safe ist, weiß ich nicht, aber... Dann check ich schon mal für Temperature. 9,4. 10,6, okay. Das... Entweder baut sich die Temperatur noch auf, oder es ist da hinten in dem Gang. Oder 9,7. 12,4, okay. Ich weiß, oh, warte, wir haben 8 gehabt. Ist hier oder war es da vorne? 6, 2, 6, 1, 7, 9, 10, 5. 7, 1, 12. Muss die sich noch weiter aufbauen oder was? Hier ist überall kalt. 6,9, 10, 2. Das ist noch nicht so eindeutig. Das Foyer ist am kältesten durchgängig eher. Ja. Ich würde sagen, es ist im ersten Raum bei der Treppe, Foyer. Der Wohnzimmer nicht. Foyer ist das. Das ist hier. Ja. 1,4, er ist definitiv hier. Warte mal, ich sehe, glaube ich, ein Orb. Kann auch ein Grafikbug sein. Nö, ich sehe ein Orb. Okay. Außer ich wäre falsch dran. Wahrscheinlich ist es ein Orb. Okay, das heißt, haben wir. Also kann ich die normalen Kamera auch auf Nachtsicht umstellen? Ja, die du mitnimmst, machst du Rechtsklick. Wenn du die Hand hast, und dann geht sie auf Nachtsicht. Ich meine von der Fotoapparat meine ich. Achso, nee. Der hat keine Nachtsicht. Da ist ein Orb, ja. Sehe ich auf deiner Kopfkamera. Da ist ein Orb umgeflogen. Brauchen wir trotzdem noch dann Knochen und Objekt. Aber auch noch nicht. Weil das ist immer das Nervigere da zu finden. Gib uns ein Zeichen. Bist du hier? Wo bist du? Er ist hier. Und ich glaube, wir haben sogar Gefrier bekommen. Also Box. Und Gefrier. Es ist ein Onryo. Das ist aber schlecht, glaube ich. Oder was, ein Greuel? Nee, ein Onryo ist das Problem. Oder was, ein Obak, den ich meine. Ja, das Onryo beim Onryo. Wenn er jetzt... Er könnte jetzt hunten. Brauchen wir nicht mehr. Ja, ich hab zwei gehabt. Egal, weg da mal Jan. Dann war das Auslöschen einer Flamme, kann ihn zum Angriff bringen. Er hat sie gerade ausgelöscht, das ist schlecht. Er hätte attacken können. Ab einer gewissen Sanity, oder was? Ab einer gewissen Sanity, oder konnte er immer attacken? Ich glaube, er konnte immer. Bevor du Salz ausstreust, nimm Fotoapparat und UV mit, ne? Nebenbei. Oder also, ich hab's jetzt dabei, aber ne, immer. Uns einfach das Salz erstmal liegen lassen, weil wir brauchen die Fotos davon. Für Geld.
So. Wo ist der denn hin? Was? Warum? Die Mitte. Was soll ich, was soll ich mich verstecken? So, ja. Okay. Und ich war zu langsam auf dem Ding. Fotos habe ich ein paar gute. Jetzt brauchen wir aber trotzdem noch Knochenfoto und Knochen und das Objekt. Noch ein Foto, Knochen und Objekt. Ich gehe nebenbei mal mit Sticks auf die Suche. Normal kann er eh noch nichts machen, vor allem wenn wir keine Flamme auslöschen, ist das eigentlich weniger ein Problem. Spiegel haben wir nicht. Except übrigens immer noch weiter durch Salz. Erster Raum links hier ein Versteck. Muss überlegen, wo waren die anderen Objekte? Dachboden wäre das, wäre ein Bettzirkel. Hier kenne ich mich. Ich bin gerade beim Strom hinten. Hier kenne ich mich überhaupt nicht aus, was die Objekte angeht. Wir ganz da viel Klopapier. Eine Tür ist zugegangen. Die Tür unten aufgemacht. Eine Tür ist aufgegangen. Knochen habe ich, liegt oben. Geradeaus durch, unter der Treppe durch, auf dem Bett liegt eine Wirbelsäule. Ja, müssen wir noch ein Foto dann machen und aufsammeln. Sonst ist hier nichts. Dann haben wir keinen Zirkel. Okay, Zirkel haben wir also nicht. Das macht das Ganze schon ein wenig komplizierter. Da können wir uns verstecken in einem Raumtrenner. Raumtrenner oben wird irgendwo gehen. Also Dachboden gibt es eigentlich immer was, wo man sich hinter verstecken kann. Der letzte Heizraum geht, der erste Raum geht. In demselben Raum, wo der Geist ist, geht. Aber das würde ich jetzt nicht unbedingt riskieren. Das ist Ausgangstür. Wo ist dieses Objekt? Irgendwas hat er angefasst. Wir brauchen sich zwanghaft, aber wäre schon nice. Ja, weiß ich gar nicht, ob hier was drin sein konnte in dem Raum. Dass ich irgendwas übersehen habe, ist ja schlecht. Muss aber wahrscheinlich irgendwo oben sein. Gute Puppe, ja. Wow, schon wieder. Ja, oben auf dem Stuhl, wo man zum Dachboden geht. Foto von der Hand, übrigens. Ist weg, ne? Ja. Weil Licht ist aus. Also ist er weg. Wir sind zur Not mit dem oben einfach im Kreis gelaufen. In dem Stuhl ist er. Ja, mach halt ein Foto von der Puppe, wenn du fast ist. Mehr brauchen wir davon, ne? Haben wir noch irgendeine Aufgabe? Ja, der 2 ist Geist, ja, egal. Wir können es probieren, ob er sich kurz zeigt. Wenn nicht, dann halt nicht.
Gib uns ein Zeichen, zeig dich. Mach was, hallo. Shalom. Jan Kraft. Zeig dich. Show yourself, zeig dich, mach was. Jan Kraft, zeige dich. Nicht sagen, aber deine Head-Kamera glitscht aus dem Ding raus. Aus dem Spind. Hm. Oh, das geht nicht. Warum geht das nicht? Na ja, was? Voodoo-Puppe im Van zünden. Ja, hey, weil er nicht handeln kann, ne? Das wäre ja unfair, dann kannst du ja zu mich drin zum Hand, den zum Handen immer im Haus bringen. Jetzt. Du machst ja den Voodoo-Puppe damit. Mach du. Ihren Onreo. Aufsparen, bis die eine sind fertig, wenn du sie nicht zeigen willst, ist ein Problem.